So. Dann haben wir eine Bowl. Ein Bone Meal haben wir nicht. Wir müssen Skelette jagen. Ich brauche ein Bone Meal. Ein Bone Meal. Tja, also haben wir kein Water im Ken. Da haben wir noch Elektrom. Wir haben keine Watering Can. Haben wir hier Skelette herumlaufen? Unten bestimmt. Aber ich will nicht wirklich in die Höhle. Die übertreiben ja mal direkt. Müssen wir mal hier einen Zugang machen. Ah, siehste? Zombies. Ich will keine Zombies. Ich will keine Zombies. Ich will Skelette. Da kommt direkt der nächste. Kaum macht man da auf, ist die Hölle los. Das ist ja echt schlimm. Jetzt muss man eine Tür hier hinbauen. Da kommt der nächste Zombie. Ich will kein Zombie. Kein Zombie. Boah, sag mal. Was hüpft der denn hier rum? Ich bin schon wieder halb tot. Das gibt's echt nicht. Darfst du keinem erzählen. Was hier abgeht. Da kommt der nächste Zombie. Nicht Zombie, nicht Zombie, nicht Zombie. Skelett, hallo. Ich brauche ein Skelett, kein Zombie. Sind auch so scheiße schnell. So, das langt mir jetzt erstmal. Da ist ein Skelett. Komm du doch mal her. Ah, Mist, ich bin schon wieder halb tot. Ich krieg das jetzt nicht klein gehauen. Ohne dass ich selber drauf gehe. Das ist echt nervig hier. Müssten wir jetzt die Nacht abwarten, dann laufen hier draußen genug rum, aber dann sind wir sowieso direkt wieder tot. Und den kann ich nicht zerlegen hier, den Hans und den Franz. Das wäre ja Leichenschändung. Das geht ja nicht. So. Oh, was habe ich denn hier? Ein Can of Food. Das ist aber nett. Ah, die bringt ja richtig was. Cool. Usage, da muss ich echt mal gucken, wie man so eine Can of Food herstellt. Da. Zwei Sachen plus ein Kanister. Okay. Ja, schön, dass wir jetzt eine Kanne haben. Danke, lieber Zombie. Dann können wir das hier eigentlich, dann lässt sich das auch schöner ernten. Weil wir kriegen, glaube ich, eh immer nur einen Weizen raus, ne? So. Jetzt habe ich die Hoe drüben gelassen, ne? Das ist jetzt doof. Wir machen jetzt erstmal hier ein stinknormales Weizenfeld. Komm, den hauen wir einfach mal ab, auch wenn er jetzt nichts bringt. So. Aber dann haben wir hier schon mal ein bisschen was. Dann müssen wir dann demnächst dann hochleveln, aber dafür möchte ich gerne die Gießkanne haben. Das dauert sonst ewig mit dem, na, sag schnell, mit dem Wachsen, damit das funktioniert mit dem Kreuzen. Dann machen wir hier auch nochmal Weizen. Und da machen wir nochmal Weizen, auch wenn es jetzt Kartoffel ist. So. Haben wir da schon mal unser Weizenfeld. Dann haben wir jetzt auch ein bisschen Weizen. Wir haben eine Kartoffel. Ich glaube, hier haben wir noch mehr Kartoffeln. Kartoffel, Kartoffel. Machen wir da zweimal Kartoffel hin. Kartoffel, Kartoffel. Können wir hier sogar noch ein... Ne, hier machen wir dann zweimal Karotte hin.
Auch wenn wir jetzt keine Karotten-Seeds, wo sind die denn? Die müssten wir doch auch haben. Da ist einer. Ne, das ist Potato-Seed. Wo sind denn die Karotten-Seeds hin? Na gut. Dann müssten wir die vielleicht so umwandeln können. Ja. Karotte? Nein, das habe ich mir gedacht. Unkraut wollen wir natürlich nicht. Und meine Sauerstoffflaschen sind schon wieder alle. Das ist... Sag mal, ich glaube, da müssen wir uns bald mal größere bauen. So. Gut, da kümmern wir uns dann später drum, dass wir die höher gelevelt kriegen. Ihr müsst mal vorher die Kanne haben, weil ansonsten, glaubt's mir, das dauert ewig. So. Wie weit bist du mit dem Laden? So gut wie gar nicht. Die ist ja komplett leer. Okay, das heißt, wir verbrauchen im Moment so viel Strom, dass sie noch nicht mal Zeit zum Laden hat. Na, das ist ja mal super. Da müssen wir die eventuell umstellen. Jetzt verbrauchen wir noch mehr Strom. Jetzt kriegen wir sie nicht umgestellt. Warte mal. Wie heißt das Ding noch gleich? Creaset Hammer. Ein Zinn, vier Eisen. Haben wir ein Zinn fertig? Nein. Zinn. Boah, es kommt immer was dazwischen. Ich komme nicht zu dem, was ich machen will. Das ist Wahnsinn. So. Das sollte hoffentlich lang. So, dann machen wir das nämlich anders mit der Zelle. Ein Zinn, vier Eisen, ne, drei Eisen sogar nur. So, dann stellen wir die nämlich um. Dann brauche ich aber, ja, auch das Wire nochmal. Weil so macht das ja jetzt wenig Sinn. Pack. So. Dann stellen wir die nämlich hier vor. Dann kann sie nämlich laden, weil sie nicht direkt wieder alles abgibt. Genau, und dann können wir die nämlich notfalls hier irgendwo anklemmen dafür. Dann müssen wir aber eventuell nach da hinten kappen, damit das nicht von der Stromzelle leer gesaugt wird. Oh Mann, das wird echt kompliziert, Freunde. Echt, echt, echt. So, tun wir erstmal hier unser Grünzeug rein. So, jetzt haben wir hier 9 Weizen. Das heißt, wir kriegen schon mal 3 Brote raus. Das ist doch schon mal gut. Wir haben natürlich Pam. Ich könnte mit Sicherheit... das Brot jetzt auch günstiger herstellen. Oh, geht da sogar direkt Wheat Flour raus von Natura. Dann müssen wir mal auf Usage gucken. Ja, okay. Machen wir das so. Zack. Das Backen gibt direkt 9 Brote, beziehungsweise 8. Jetzt nur eine Kohle. Das ist natürlich jetzt praktischer. Dann machen wir das so. Haben auf jeden Fall genug zu essen. Dann die Kin schmeiße ich hier rein. Da können wir eigentlich uns direkt aus den 2 Kartoffeln hier direkt wieder eine Food Kin machen. Da, zack. Dann haben wir die nämlich auch. Da der Zombie ja so nett zu uns war. So, das ändert aber nichts daran, dass wir Skelette brauchen. So, und wir haben hier Brot. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn, wir können ja bald verschwenderisch umgehen hier. So, und ich brauche nochmal Fackeln. Das heißt hier, da, einmal, zweimal, vier,
1, 2, 3, 4. Das brauchen wir nicht. Dann brauchen wir unsere Chisel. Da haben wir sie. Und wir machen zack. So. Und hier muss ich Sauerstoff wechseln. Mann. Man ist nur beschäftigt hier. Man kommt echt zu nichts. Das ist Wahnsinn. Das hätte ich mir im Vorfeld nicht so gedacht, dass man hier so ins Schwimmen kommt. So, erstmal nochmal ein schickes Brot. Zack, funktioniert wunderbar. Machen wir noch mehr Brote. Und den einen können wir dann zurück tun. Nein, nicht den, den. So. Na wunderbar, gut. Dann, wie lange haben wir noch Tag? Na, nicht mehr lang. Ich hoffe, die lädt noch ein bisschen bis dahin. Auf jeden Fall wird's. Können wir hier gucken. Wenn der Terraformer eine Weile nicht arbeitet hier, dann ist das ja nicht so schlimm. Oh, jetzt hat er uns einmal... Achso, das Wasser hatten wir eh da. Das wächst auch. Also das heißt, wir müssen jetzt nochmal an den Skelett irgendwie rankommen, dass wir uns die Watering Can nochmal haben können, damit wir mit Agricraft arbeiten können. Ansonsten brauchen wir natürlich noch mehr Erze und, um das Ganze auszubauen. Von daher werden wir jetzt erstmal wieder ein paar Fackeln, können wir nochmal ein bisschen minern gehen. Ich gucke jetzt nochmal hier. Da ist das Skelett. Vielleicht ist das so nett. Das hat was für uns. Wenn es sich dann mal erwischen lassen würde, da. Naja, natürlich kommen die direkt hier die raus. Kameraden. Aua. Aua. Der trifft auch noch. Aua. Ach, der tut aber gar nicht großartig weh. Nur ein bisschen. Die 3 Millionen Mobs hier, das ist Wahnsinn. Echt. So, ich will aber das Skelett haben. Sag mal. Jetzt wird es aber langsam nervig mit deinen Pfeilen. Komm ran, mein Freund. Nicht da stehen bleiben, rankommen. Gott. Hat er mir jetzt Pfeil und Bogen und zwei Knochen, sehr gut. Das ist doch mal nett. So gefällt mir das. Dann können wir doch noch unsere Watering Can bauen. Jetzt bricht eh die Nacht hinein. So. Baumehl. Ich glaube, wenn man hier rauskriegt, kriegt man mehr. Also kurbeln wir mal. Vier. Naja, okay. Einen mehr. Immerhin. So, jetzt haben wir aber nicht mehr genug Eisen, glaube ich. Wir haben nämlich nur noch zwei. Wir haben unsere... Ah, Mann. Ich werde hier... Wir haben unsere Bowl, wir haben das Eisen, wir haben ein Bone Meal. Den Rest tun wir mal da rein. Jetzt brauche ich noch mehr Eisen. Haben wir noch Eisen? Wir haben hier noch vier Eisen. Eieieiei. Also die Ressourcen sind echt knapp hier. Ich möchte nicht wissen, wie viele Folgen wir hier schon haben, ohne dass wir was geschafft haben. So. Und der Sauerstoff ist gleich schon wieder alle. Ach Mann. So. Gut. Haben wir das Eisen schon mal. Wieso nur 7? Zack. Müssten das nicht 8 sein? Na, offensichtlich gibt es nicht hundertprozentig immer 2 raus. Aber ist auch okay, können wir auch mitleben. So, 2, 3,
Waren das 4 oder 5? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube 5 brauchen wir. Und dann bin ich mal gespannt, wie schnell das Zeug hier auf dem Mond wächst. Ob das schneller geht wie auf der Erde. So. Ah, ich glaube, es waren doch nur 4. Okay. Und wir haben eine Watering Can. Die ist natürlich noch empty, was aber nicht schlimm ist. Wir haben ja Wasser. So, bald wird es eine Tortur, hier rüber zu rennen. Zack, jetzt haben wir Wasser drin. Jetzt können wir mal gießen. Und dann schauen wir mal, wie schnell das Zeug wächst. Oh ja, doch, das geht schnell. Das gefällt mir gut. So, dann geht das mit dem Kreuzen relativ fix. Oder mit dem Hochleveln erstmal. Das Kreuzen kommt ja dann später irgendwann mal. So, dafür brauchen wir aber dann noch den Analyzer, den baue ich dann das nächste Mal. Und von daher sage ich jetzt erstmal Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne weiter zuschauen. Wenn ihr Tipps und Anregungen habt, was wir eventuell noch verbessern könnten oder beziehungsweise ich, dann dürft ihr mir das gerne mitteilen, noch wird er geladen, Gott sei Dank. Aber der Tag neigt sich dem Ende und ja, na gut. Dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr noch Ideen habt oder sonstiges. Und ansonsten bis zum nächsten Mal beim Mann auf dem Mond. Tschüss.